willkommen zurück zu den häufigsten Fehlern in den Lateintänzen. Und da sind wir auch bei der Fußstellung. Ich habe es in den Standardtänzen schon erklärt, jetzt erkläre ich das für die Lateintänze. In den Lateintänzen habt ihr meist ausgedrehte Füße, das heißt, ihr habt sie leicht ausgedreht. Ihr müsst das nicht machen wie im Ballett, kann ich auch überhaupt nicht, wo ihr die so komplett aufdreht. Sondern ihr habt einen leicht ausgedrehten Fuß. Es liegt daran, dass wenn ihr vorwärts geht und ihr geht gerade, immer eine geschlossene Beinlinie haben wollt. Ja, das heißt, wenn ihr hier reingeht, ja, gehe ich gerade vorwärts, wäre meine Beinlinie hier nicht geschlossen. Die Damen haben die kurzen Röckchen an, dann würde man hier zwischengucken können. Das sieht nicht so wirklich toll aus. Und deswegen, wenn ich die Beine ausdrehe und ich tanze dieselbe Bewegung, seht ihr, meine Beinlinie ist geschlossen. Und dadurch bringt es ganz, ganz viele, die Zehen leicht auszudrehen. Das gilt für Herr und für Dame. Ja? Der Herr hat zwar nicht die kurzen Röckchen an, aber es sieht halt schöner aus, wenn ihr als Paar auftretet und identisch tanzt. Und außerdem hilft euch dieses Ausdrehen auch, eine Bewegung schneller zu stoppen, weil anders in den Standardtänzen habt ihr ganz häufig eine Bewegung erst in eine und dann in die andere Richtung. Und durch das Ausdrehen, durch das Durchdrücken deines Knies, könnt ihr eine Bewegung schön anhalten und sofort in die andere Richtung laufen lassen. Das heißt, es unterstützt auch noch eure Bewegung in eine Richtung rein und in eine andere Richtung. Und ihr könnt wunderbar in die Richtung reingehen, die Bewegung stoppen und somit natürlich auch sehr, sehr schön führen. Das war eins. Ja, also ausdrehen. Habt ihr gerade Füße? Ja, ist das nicht optimal, weil ihr wie in den Standardtänzen eure Bewegung ganz schnell weiterlaufen lasst. Ihr kommt nicht so schnell in diese Stoppbewegung rein, weil ihr könnt zwar das Knie durchdrücken, aber wer macht das denn immer so 100% und dann rutscht ihr da ganz schnell rüber. Und deswegen schaut da drauf, dass ihr die Zehen ausdreht, sowohl Herr wie Dame. Ganz, ganz schlimm noch ist, wenn ihr nicht nur gerade tanzt, sondern auch dazu tendiert, dass eure Zehen nach innen gehen. Und das passiert euch nicht ständig, also keiner von euch hat die ganze Zeit nach Hause telefonierende Zehen, so IT möchte kommunizieren. Das passiert eigentlich bei den wenigsten, das sehe ich nicht. Was ich aber sehe ist, ganz, ganz häufig bei den Herren, aber auch manchmal bei der Dame, wenn ihr in eine Bewegung reintanzt und ihr habt ein Gegen, zum Beispiel im Closed Hip Twist, wenn ihr die Dame hier öffnet, meine Herren, dann geht ihr mit dem linken Fuß vorwärts. Die Dame tanzt hier an eure Seiten. Was ich ganz häufig sehe, ist, dass der Zeh der Dame hinterher guckt. Das ist nicht gut, weil ihr könnt die Bewegung nicht stoppen, ihr könnt die Dame nicht gut führen. Da wäre es besonders wichtig, dass ihr den Zeh ausdreht und durchdrückt, damit ihr nicht hinter ihr herfallt. Das sind also die Momente, ja, wo ihr auch dazu tendiert, häufig Fehler zu machen, wenn Schwung dran ist, wenn ihr seid, dass der Zeh mal mitgeht, weil ihr ihn nicht bewusst gesetzt habt, sondern weil er einfach eurer Bewegung hinterher geflogen ist. Und das sind dann die Fehler der nach innen gedrehten Zehen. Ja, das gibt es auch für die Damen. Ja, wenn ihr zum Beispiel hier im Hip Twist steht und dann steht ihr dann am Ende irgendwie so da, weil ihr da stark gedreht habt. Ne? Hip Twist, dann sieht es nicht so schick aus. Ne? Achtet darauf, es ist ein Hip Twist. Beide Zehen gehen nach außen, sind ausgedreht, damit ihr danach wieder schön in die geschlossene Linie gehen könnt, wo man nicht, auch wenn ihr ein kurzes Kleidchen anhättet und keine Leggings, zwischen eure Beine kommen kann. Das ist der Hinweis nochmal zu diesem Fehler, der häufig passiert. Einmal, dass ihr die Zehen gar nicht ausdreht oder dass, wenn ihr eine stark gedrehte Bewegung tanzt oder konträr zum Partner gegen den Partner tanzen müsst, dass ihr nicht bewusst den Fuß ausdreht und setzt, sondern einfach hinter eurem Partner oder eurer Bewegung hinterherfallt. Ich bin gespannt, ob ihr das hin und wieder mal in euren Lateintänzen findet. Schreibt mir gerne mal im Chat. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Üben und Verbessern.